Löcher, Risse, Frostschäden. Weil sich viele Landkreise nicht ordentlich um ihre Straßen kümmern, geht immer mehr kaputt. Und dafür müssen wir dann alle teuer bezahlen. Es kann nicht sein, dass da schludrig mit dem Geld umgegangen wird. Guten Abend zu Kontrovers. Die Infrastruktur ist eines der Top 5 Themen der Menschen in Bayern. Und deshalb kümmern wir uns heute als erstes um Bayerns Kreisstraßen. Kontrovers hat eine bisher einmalige Umfrage unter allen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten gestartet, um den Zustand der Kreisstraßen in Bayern zu ermitteln. Das sind fast die Hälfte aller bayerischen Straßen. Ergebnis: Tausende Kilometer befinden sich in schlechtem Zustand und müssten dringend saniert werden. Beate Greindl. Als Bauingenieurin kommt Renate Schubert-Eisenhardt viel herum. Schon seit langem ärgert sie sich über den Zustand vieler Kreisstraßen im Landkreis Coburg. Jetzt komme ich zu meiner Lieblingsortsdurchfahrt, die man am liebsten nicht mehr fahren möchte, weil da eigentlich nur noch Dellen, Löcher und sonstiges ist. Und wenn ich nicht unbedingt muss, dann fahre ich eigentlich da nicht mehr, sondern fahre wirklich andere Strecken, um zum Beispiel nach Coburg oder nach Sesslach zu kommen. Wirklich schlimm steht es zum Beispiel um die Kreisstraße CO16. Seit vielen Jahren fordert die Kreisrätin, dass endlich saniert wird. So, also, es sind halt überall diese Stellen, wo Ansätze sind. Es ist da der gerissen. Im Winter friert es dann auf, dann sind dann Schlaglöcher, dann muss man die wieder flicken. Man sieht eigentlich ganz schön, dass überall schon geflickt ist. Ja, also die Straße ist eine Komplettsanierung. Autos und Lkw fahren in der Straßenmitte. Sie versuchen, den Löchern und Bodenwellen auszuweichen. Und er weicht aus und der andere steht dann und muss halt dann warten, ne? Im Tiefbauamt des Landkreises Coburg kämpft der neue Leiter gegen den Sanierungsstau bei den Kreisstraßen. Jürgen Alt hat erreicht, dass es jetzt ein festes Jahresbudget für den Straßenerhalt gibt. Früher musste für jedes Einzelprojekt gestritten werden. Die roten Bereiche sind die Bereiche der Straßen, wo dringender Handlungsbedarf da ist. Jedes Jahr darf der Tiefbauchef im Landkreis Coburg jetzt 500.000 Euro ausgeben. Es reicht nicht, um den Bestand zu erhalten. Also wir arbeiten an der Substanz. Und anderswo in Bayern? Wie steht es um den Zustand der Kreisstraßen? Im bayerischen Verkehrsministerium hat man dazu keine Daten. Die Verantwortung liegt allein bei den Landkreisen. Es geht um viel. Von knapp 40.000 Kilometer Straßen in ganz Bayern verwalten die Landkreise fast die Hälfte. Insgesamt 18.900 Kilometer Kreisstraßen. Wir starten deshalb eine Umfrage. Die Technische Hochschule Nürnberg berät uns fachlich bei unserem Fragebogen. Den verschicken wir an 96 Landkreise und kreisfreie Städte. Die Rücklaufquote? Erstaunlich gut. Nur 30% der Befragten, hier weiß, melden sich nicht. Doch viele Antworten haben wenig Aussagekraft. Die Straßen seien ortsüblich, gut oder verkehrssicher. Dabei gibt es ein etabliertes Notensystem. Straßenbauexperte Berthold Best fordert, das anzuwenden. So pauschale Schätzungen, der Straßenzustand ist gut oder nicht so gut, wie ich ihn teilweise ja gelesen habe, das ist heute eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Die Aussage, die Straße ist verkehrssicher, hier völlig fehl am Platz. Straßen, die nicht verkehrssicher sind, müssen gesperrt werden. Seit Jahren gibt es moderne Messfahrzeuge, die den Straßenbelag zentimetergenau dokumentieren. Mit diesen Daten wissen die Behörden, wo repariert werden muss. Bei Fernstraßen längst Standard. Unsere Umfrage bei den Landkreisen zeigt jedoch, dass nur wenige Landkreise diese Technik einsetzen. Von denen, die geantwortet haben, sind es nur gut ein Viertel. Hier grün. Langfristig sei das verantwortungslos und gehe auf Kosten der Steuerzahler, sagen Experten. Das lässt einfach keine vernünftigen Erhaltungsmaßnahmen, keine systematische Erhaltungsplanung und damit auch keinen vernünftigen Erhalt des Vermögens zu. Tatsache ist, der Zustand bayerischer Fernstraßen ist im Schnitt besser als der von Kreisstraßen. Bei unserer bayernweiten Umfrage ergibt sich: Ein relativ großer Teil der Kreisstraßen müsste entweder bald saniert oder komplett neu gebaut werden.
fast 20%. Ja. Unser Experte Professor Best berechnet, um die Schäden zu beheben, sind zusätzlich zu den normalen Straßenetats rund 3 Milliarden Euro nötig. Unterlassene Straßenerhaltung ist Vernichtung von Volksvermögen. Da gibt es kein Vertun. Und aus kleinen Schäden werden rasch größere. Und das Ganze kann irgendwann dazu führen, dass solch eine Straße überhaupt nicht mehr instand gesetzt werden kann, sondern grundhaft erneuert werden muss. Und dann sind wir gleich beim Zehnfachen der Kosten. Doch genau hier liegt der Fehler im System. Wenn Kreisstraßen abgerissen und neu gebaut werden, zahlt der Freistaat oft den Löwenanteil, wie hier im Landkreis Landshut. 3,6 Millionen Euro kostet dieser Neubau. Wenn Tiefbauamtschef Christian Nagel die Straßendecken instand hält, zahlt dagegen der Landkreis alles. Es kann sich also lohnen, Straßen zu vernachlässigen. Klar ist es grundsätzlich, wenn ich die Wahl habe, Überlegung, ob ich einen Neubau mit Förderung oder eben eine Unterhaltsmaßnahme mache. Die Sie selber zahlen müssen? Die wir dann halt komplett selber übernehmen müssen, ja. Auch bei den Straßen im Landkreis Coburg ist schon so verfahren worden. Kreisrätin Renate Schubert-Eisenhardt ärgern diese Anreize zur Verschwendung von Steuergeldern. Ich verdiene mit meiner Arbeit das Geld, das der Staat ausgibt. Also möchte ich, dass der Staat sorgfältig mit dem Geld, das ich verdiene und als Steuern und als sonstige Umlagen zahle, ordentlich damit umgeht. Und das ist eigentlich meine Maßgabe. Das ist für mich total wichtig. Es kann nicht sein, dass da schludrig mit dem Geld umgegangen wird. Doch damit sich wirklich etwas ändert, müsste der Freistaat seine Finanzierungspraxis ändern. Landkreise, die ihre Straßen ordentlich instand halten, müssten belohnt und nicht bestraft werden. Wenn Sie sich über den Zustand der Kreisstraßen in Ihrer Heimat informieren wollen, dann schauen Sie bei uns ins Internet unter br.de/kontrovers. Dort finden Sie eine Karte mit detaillierten Informationen. Seit gestern hängen bei uns in Bayern Plakate wie dieses hier. Und wenn Sie sich das einmal genauer anschauen, für welche Partei wirbt das Plakat wohl? Die Farbe, das Wort Alternative, ziemlich klar, oder? Die AfD. Interessant daran ist, die AfD bestreitet hartnäckig, etwas mit diesen Plakaten zu tun zu haben. Gleiches gilt für diese Zeitung, den Deutschlandkurier. Auch er wird aktuell überall in Bayern verteilt, der Inhalt mindestens AfD-nah. Doch auch hier sagt die Partei, nein, das hat mit uns nichts zu tun. Recherchen von Pia Dangelmeier, Astrid Halder und Thomas Kiesling lassen allerdings Zweifel aufkommen an dieser Sprachregelung der AfD. Es steht der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung im Raum. An verschiedenen Tankstellen im Bayerischen Wald legt jemand gratis Exemplare des Deutschlandkuriers aus. Eine Zeitung, die die Wahl der AfD empfiehlt. Auch Verena Krauser hatte ungefragt immer wieder solche Ausgaben im Regal liegen. Meiner Meinung nach ist es eine Hetzzeitung. Ich habe sie weggeschmissen, am nächsten Tag lagen sie wieder da. Wer verteilt diese Zeitungen? Zum Beispiel Ralf Stadler, Landtagskandidat der AfD. Auf Facebook schreibt er am 18. September. Gestern habe ich noch den Deutschlandkurier in Freyung, Waldkirchen und Außernbrünst an den Tankstellen ausgelegt. Doch die Zeitung wird nicht von der AfD herausgegeben. Chefredakteur ist David Bendels. Er ist Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten. Am Telefon erklärt er, dass er bis zur bayerischen Landtagswahl 1 Million Exemplare gratis verteilen lassen möchte. Wer diese Aktion finanziert, darüber gibt er keine Auskunft. Ein Interview bekommen wir nicht. Annette Sawatzki von Lobby Control beobachtet diese Wahlkampfhilfe des Vereins schon seit langem. Sie schätzt die bisherige Unterstützung auf 13 Millionen Euro. Problematisch ist daran, dass wahrscheinlich Vorschriften zur Annahme von Parteispenden umgangen werden. Wenn eine Partei Wahlkampfmaterial erstellen lässt, muss sie das selber bezahlen, aus eigenen Mitteln. Und wenn sie solches Material kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, also geschenkt bekommt, gespendet bekommt, wie in diesem Fall anscheinend, dann muss sie das entsprechend verbuchen als Spende mit dem geldwerten Vorteil. Wir konfrontieren den bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Martin Sichert mit dem Vorwurf.
Das ist keine illegale Wahlkampffinanzierung, weil wir mit dieser Gruppierung, also diesem Verein, keine offiziellen Schnittmengen, keine offizielle Zusammenarbeit irgendwo haben. Wirklich? Vergangenen Sonntag treffen wir im Bayerischen Wald bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Alice Weidel Ralf Stadler, der den Deutschlandkurier verteilt hat. Wir wollen Näheres zu dieser Aktion wissen. Und von wem haben Sie die bekommen? Vom Bezirk, vom Bezirksbüro. Aber wo die jetzt genau hergekommen sind, weiß ich jetzt nicht genau. Die haben gesagt, die haben wir bekommen für zum Austeilen. Das war eigentlich alles. Wie viel haben Sie dafür bezahlt? Wie viel haben Sie dafür bezahlt? Wenn ich vom Bezirk Werbematerial bekomme, dann brauche ich eigentlich nichts bezahlen. Bei seinem Bezirksverband heißt es auf unsere Anfrage, man habe den Deutschlandkurier nicht erhalten. Doch die Verteilaktion von Ralf Stadler ist kein Einzelfall, wie ein Interview des ARD-Magazins Panorama zeigt. Der AfD-Kreisverbandschef von Rosenheim, Andreas Winhardt, muss dabei einräumen, dass bei ihm der Deutschlandkurier verteilt wurde. Ja, wir haben das mal genutzt, das ist richtig. Wie viele Exemplare haben Sie bestellt in den letzten Monaten bei Herrn Wendels? Könnt ihr das gar nicht sagen. Also wir haben mal ein paar Mal so ein Muster bekommen. Ne? Ein paar Muster also. In den Mails von Andreas Winhardt klingt das etwas anders. Hallo Herr Wendels. Wir würden gerne zukünftig statt 500 dann 1.500 kostenlose Exemplare des Deutschlandkurier bestellen. Diese werden von unseren Ehrenamtlichen im Stadtgebiet Rosenheim verteilt. Na ja gut, wir haben das Angebot genutzt, dass wir hier mal ein paar kostenlose Exemplare mitnehmen. Ja, 1.500 ist ja schon also eine Menge. Wir bezahlen nichts dafür und wie gesagt, die 1.500 sind keine Menge, die wir als groß erachten. Doch wie Recherchen von BR und Fränkischem Tag zeigen, war das nicht nur in Rosenheim und dem Bayerischen Wald so. Auch an anderen Orten nutzen AfD-Mitglieder offenbar den Deutschlandkurier zur Wahlwerbung. Das belegen Auszüge aus der geschlossenen AfD-Bayern-Mitgliedergruppe auf Facebook, die uns vorliegen. Im Juli weist ein Mitglied darauf hin, dass man bei David Wendels Gratis-Exemplare beziehen kann. Darauf eine AfD-Kandidatin aus Unterfranken: Bei uns im Kreisverband werden wöchentlich 2.500 Exemplare zusammen mit Programmflyern oder Veranstaltungsflyern verteilt. Ein AfD-Kandidat aus München darauf: Das Schöne ist, dass so eine Zeitung neutraler rüberkommt als unsere blauen Zettel. Bei denen machen manche vielleicht schon dicht, sobald sie unten unser Logo sehen. Die Zeitung wird von manchen vielleicht eher gelesen und die Wirkung geht in die gleiche Richtung. Der Deutschlandkurier wird offen als Mittel im Wahlkampf diskutiert. In einer Facebook-Gruppe, in der auch der bayerische AfD-Vorsitzende Mitglied ist. Grundsätzlich weiß ich, dass es dort keine Zusammenarbeit gab. Wenn, gab es gegebenenfalls das Angebot, zu sagen, wir bieten euch jetzt an, irgendwelche Zeitungen kostenlos zu verteilen, das dann von manch einem vielleicht angenommen worden ist. Es gab direkte Bestellungen, das können wir ja bislang auch schon sagen, das wissen wir ja. Okay. In Bezug auf diese Zusammenarbeit dort weiß ich, wie gesagt, wir als AfD haben immer eigenständig unsere Wahlkämpfe bestritten, wir haben eigenständig unsere Wahlkämpfe organisiert. Ralf Stadler verteilt den Deutschlandkurier jetzt zumindest nicht mehr. Seit einiger Zeit untersucht die Bundestagsverwaltung, ob diese Aktionen von der AfD als Zuwendung verbucht werden müssten. Die Untersuchung ist aber noch nicht abgeschlossen. Wenn diese Verbindungen belegt werden, wenn die Bundestagsverwaltung oder gegebenenfalls eine Staatsanwaltschaft durchgehend belegt, dann kommen auf die AfD sehr hohe Strafzahlungen zu, weil es sich dann um illegale Strohmannspenden handelt. Unsere Recherchen bringen Martin Sichert in Verlegenheit. Also, so wie Sie mir das schildern, wie gesagt, werden wir da eine ganze Menge Sachen haben, wo wir nachfassen müssen und sagen müssen, ganz klar, das ist alles, muss im Rechenschaftsbericht dann entsprechend aufgeführt werden. Doch gerade jetzt unterstützt David Wendels die AfD nicht nur mit dem Deutschlandkurier, sondern er leistet auch per Plakataktion Wahlkampfhilfe. Auch hier ist unklar, wer das bezahlt. Ja, in 11 Tagen ist es soweit. Dann wird in Bayern gewählt. Die Politiker sind aktuell im Dauereinsatz beim Kampf um Wählerstimmen. Oft erlebt man die Spitzenkandidaten dabei nur sehr oberflächlich. Wir von Kontrovers wollen Ihnen die Menschen hinter der politischen Fassade näher bringen. Wo kommen sie her?
Woran sind Sie vielleicht schon einmal gescheitert oder gewachsen? Heute Teil 3 unserer Porträtserie über die Spitzenkandidaten der Landtagsparteien. Die Controvers Story von Ronja Dietrich und Ralf Fischer über das grüne Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Sieht sehr gut aus, Ludwig. Perfekt, ja. Also ich schmink mich normal nicht, sagen wir es mal so. Auch nicht so viel. Aber fürs Fernsehen muss man ja gut geschminkt sein, wegen dem Licht und so. Das sind halt die Wahlkampfaugenringe, die sind immer das Problem. Die gehen dann erst so 3 Monate nach dem Wahlkampf wieder richtig weg. Wer sind die Menschen, die Bayern regieren wollen? Unsere Kontroversserie über die Spitzenkandidaten der Landtagsparteien. Heute Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Politologen und Kommunikationsdesigner. Grüne Spitzenduo. Sie haben ihre Partei in Umfragen zur zweitstärksten Kraft gemacht, zum Hauptherausforderer der CSU. Nach 30 Jahren grüner Opposition sind sie bereit. Ich sehe meine Rolle, die Grünen wirklich auch in die Regierung zu führen. Ich finde, dass Macht nichts Schlimmes ist, weil es kommt darauf an, wie ich die Macht einsetze. Aber ist Ihre Partei wirklich bereit, mit Ihnen den letzten Schritt zu gehen? Für welche Widersprüche stehen Sie? Backstage Fernsehstudio. Unterschiedlich sind die beiden. Der Ludwig ist eher so der klassische Öko, wenn ich es jetzt mal so im Positiven sagen möchte. Hat er so eher so eine richtige, so eine Powerfrau, die ja die Leute auch schnell begeistern kann? Ich sehe mich schon öfters als einer, der auch mal etwas nachdenklicher ist. Wir treffen ihn im Wald. Wo sonst? Eigentlich wollen wir gerade unser Interview beginnen. Wir haben gerade einen Besuch. Schauen wir mal. Grünes Bilderbuch. Landsberg am Lech, seine Heimat. Hier hat er vor 20 Jahren ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Schon seine Eltern waren bei den Grünen aktiv. Ich komme ja aus einer politischen Familie, das ist ja kein Geheimnis. Und da war es häufig so, wenn das Forstamt oder auch der Gaudlitz persönlich rausgefahren ist und Bäume im Stadtgebiet geschnitten oder auch mal einen entnommen hat, dann hat bei uns zu Hause immer das Telefon geklingelt. Bei den Grünen hieß es, die Stadt fällt schon wieder die Bäume. Was ist denn da los? Und darauf eine Antwort zu finden, das hat natürlich das Freiwillige Ökologische Jahr, das hat diese Antwort auch gegeben. Den da habe ich gemeint. Den, aber auf der Suche nach dem Borkenkäfer. Den musste er schon damals finden. Nee, das ist... Der hasst nicht. Erkennen, welche Bäume gefällt werden müssen. Förster Gerhard Gaudlitz hat ihn ausgebildet. Heißt das eigentlich dann automatisch, dass man den auch wählen muss? Das war mal Geheimnis bei uns. Nö, das heißt nicht. Es gibt natürlich auch in seiner Partei bestimmte Positionen, die mir jetzt als Förster nicht unbedingt gefallen. Welche? Ja, Jagd und Tierschutz ist ein heißes Thema. Wenn man unsere Wahlprogramme anschaut, also so militante Forderungen in dem Bereich, habe ich dort nicht mehr gelesen. Also das ist durchaus weniger geworden. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Er ist Pragmatiker. Auch bei der Jagd war er dabei. Ohne Blut geht's nicht ab. Ich bin jetzt einer, der jetzt nicht viel Fleisch isst, aber durchaus auch mal Fleisch isst. Und ich finde, dann gehört auch mal dazu, dass man das auch mal gesehen hat. Und das hier, das Auseinandernehmen, das war schon, wo ich da einmal mit dabei war, das war schon was anderes. Ein Jahr lang war er jeden Tag hier. Später wurden in diesem Wald Dutzende Hektar gerodet. Hierfür. Ein Gewerbegebiet, Lagerhallen, Beton. Für ihn ein Schock. Seitdem kämpft Ludwig Hartmann bayernweit gegen weiteren Flächenverbrauch, sammelte knapp 50.000 Stimmen für ein Volksbegehren. Doppelt so viel wie benötigt. Doch der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren nicht zugelassen. Grund? Es fehlte die Konkretisierung, wie genau der Flächenverbrauch begrenzt werden soll. Da präziser zu arbeiten, wäre das nicht auch Ihre Aufgabe gewesen? Sehe ich nicht so, weil ich fest überzeugt bin, so ein komplexes Thema, das Gericht hat ja nicht gesagt, eine Formsache, das Gericht hat deutlich gesagt, man müsste es genauer bestimmen, wie es umgesetzt wird. Natürlich gab es dann, als ich es gehört habe, wir schaffen das so nicht. Natürlich ist man erstmal etwas frustriert und genervt und denkt sich, hätte ich es nicht anders gemacht. Er will weiterkämpfen. Ich fand erfolgreich dieses Volksbegehren, auch wenn es am Schluss gescheitert ist, weil es damit gelungen ist, das Thema Flächenverbrauch auf die politische Agenda zu setzen. Und ich kann mir auch vorstellen, sollte es zu einer Koalition mit den Grünen kommen, wird dieses Thema ein ganz wichtiges werden. Hartmann scheut sich auch nicht davor, die eigene Partei zu kritisieren. Das verbindet ihn mit Katharina Schulze. Hopp, hopp, hopp.
München vor 8 Jahren. Gemeinsam sorgen sie für einen parteiinternen Eklat. Sie demonstrieren gegen die bayerische Olympia-Bewerbung und damit gegen ihre Münchner Grünen. Die stimmen im Stadtrat für Olympia. Die beiden rebellieren, legen dem Bundesparteitag einen Anti-Olympia-Antrag vor. Die Stimmung aufgeheizt. Die damalige Parteichefin Claudia Roth stellt sich gegen ihren Antrag. Ich habe in meinem politischen Leben eigentlich nur einen einzigen Moment, wo ich mal an der eigenen Partei wirklich gezweifelt habe. Also ich habe damals den Antrag geschrieben und irgendwann hat mich einer angerufen aus dem Präsidium und hat gesagt, was ich denn haben möchte, wenn ich den Antrag zurückziehe. Sie entscheiden, Katharina Schulze wird sprechen. Es ist bereits deutlich nach 22 Uhr, als sie zur Bühne geht. Und Ludwig steht neben mir und sagt so, ja, und sagt das noch, und sagt das noch, und sagt das noch. Und ich dachte mir nur so, Ludwig, bitte, ich gehe da jetzt gleich hoch und rede, alles klar, ich weiß schon, was ich zu sagen habe. Dachte mir nur so, oh Gott, dann bin ich da hochgegangen, stand an diesem Redepult, spürte Claudia Roth hier in meinem Rücken sitzen. Guckte in diese große Halle. Ich hatte noch nie davor vor so vielen Menschen geredet und sah aus den Augenwinkeln den Ludwig, wie er da so am Rand stand. Und dann dachte ich mir nur so, okay, jetzt musst du es gut machen. Wenn ich mir jetzt die Debatte um die olympischen Bewerbung anschaue, da kann ich daran nichts mehr Grünes und nichts mehr Nachhaltiges sehen. Als sie das Pult verlässt, wird abgestimmt. Ich habe verloren, die Katha hat gewonnen, aber das hat sie schon ziemlich gut gemacht. Sie hat den Parteitag verdammt gut gerockt. Das war für mich auch eine gute Erfahrung, dass andere das sogar besser können in bestimmten Punkten als ich. So Georg, jetzt starten wir. Katharina Schulze, 33 Jahre, Markus Söders gefährlichste Antagonistin. Sie kann Menschen für sich gewinnen. Ich kann euch eine positive Botschaft sagen, noch 24 Tage. Und dann ist die absolute Mehrheit der CSU Geschichte in Bayern. Häuserwahlkampf. Gelernt hat sie das in Detroit beim Praktikum für die US-Demokraten. Wahlkampf für Obama. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal da klingeln sollte, dachte ich mir, ernsthaft? Ich klingel doch nicht an irgend so eine Haustür. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und dann dachte ich mir so, wie großartig ist das denn? Unterwegs in München gern. Ja, bitte. Schönen guten Tag, hier Katharina Schulze von den Grünen. Einfamilienhäuser, Garten, Wohlstand, Grünen-Milieu. Katharina Schulze führt ihre Partei immer weiter weg aus ihrer ehemaligen Nische. Sie ist Fachpolitikerin in einem Bereich, den bei den Grünen lange niemand machen wollte. Innere Sicherheit. Im vergangenen Jahr schon waren wir unterwegs mit ihr. Nachtdienst der Augsburger Polizei. Beide Seiten mussten sich erst aneinander gewöhnen. Schulze ist Vegetarierin. Es wird ein Schnitzel gegessen. I'm sorry. Ich nehme das nicht wieder mit heim. Sorry, aber vielleicht möchte. Wir wären drauf eingegangen. Ja, aber ich dachte, ich esse dann einfach. Dann essen Sie einen Kartoffel. Mache ich, ja genau. Das ist wunderbar. Am Anfang wurde sie belächelt. Jetzt wird sie ernst genommen. Auch wenn es einigen in ihrer eigenen Partei nicht gefällt. Law and Order gibt es jetzt auch bei den Grünen. Wir möchten natürlich, dass die gut ausgestattet sind, sowohl personell als auch ressourcenmäßig. Und darum ist es für mich ganz selbstverständlich, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, gerne auch mal so eine Nachtschicht mitmache. Doch gegen das Polizeiaufgabengesetz kooperiert sie mit Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ein Widerspruch. Genau, klingeln wir als nächstes hier. Unter ihrer Führung sind die Grünen bürgerlicher geworden, konservativer. Nicht jeder ist damit glücklich. Eine prominente Kollegin verließ die Grünen. Das haben sich manche gemerkt. Warum hatte Claudia die Grünen verlassen? März 2017. Katharina Schulze war gerade Fraktionschefin geworden. Claudia Stamm verlässt die Partei. Der Grund ist einfach der. Die Grünen sind meiner Meinung nach unklar geworden, schwammig im Kurs, teilweise vielzüngig. Katharina Schulzes Führungsstil wurde schon früher kritisiert. Ehemalige Kollegen beschreiben sie als rücksichtslos, nicht kritikfähig. Als sie noch Chefin der Münchner Grünen war, trat sie ohne Gegenkandidatin zur Wiederwahl an, erreichte trotzdem nur 73%. Vielleicht auch so eine Geschlechterfrage, ja, dass Frauen, die vielleicht sich auch mal selbstbewusst hinstellen und sagen, ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, ich bin bereit, auch die Verantwortung der Macht dann zu tragen, dass das für manche vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger ist. Wer eine Partei an die Macht führen will, braucht eine Resolutheit. Katharina Schulze hat die. Sie kann Kollegen auch mal klare Ansagen machen, was bei den Grünen nicht so häufig vorkam bisher. Katharina Schulze und Ludwig Hartmann haben es geschafft, sich an die Spitze der Opposition in Bayern zu stellen.
Großdemo Ende Juli in München. Politik mit den Mitteln des Pop. Mitregieren. Für sie ein Arbeitsauftrag. Doch was, wenn er Wirklichkeit wird? Wenn die Innenpolitikerin Schulze Polizeigesetze mitverantworten muss? Sie werden sich neu erfinden müssen, wenn es darum gehen sollte, in einer Regierung unpopuläre Entscheidungen zu verantworten. Beispiel Diesel. Du hast lesen gegeben, Landtagswahl? Ich habe einen Diesel und ich muss in München fahren und denke meine berufliche Existenz an. Und wer hat die Fahrverbote verhängt bis jetzt, wenn ich mal ganz kurz fragen darf? Ich will keine grüne Regierungsbeteiligung in Bayern. Okay, dann kann man nicht machen. Okay, dann schönen Tag noch. Herausforderungen für Sie beide, gemeinsam. Genau. Würden Sie sich beide eigentlich als Freunde bezeichnen? Ja, wir haben auch schon so viel zusammen durchgekämpft, das verbindet einem natürlich. Man muss aber schon, da will ich so ehrlich sein, ich hätte nicht das Bedürfnis, mit einem Freund, den man aus der Politik kennt, zu sagen, ich muss mich jetzt auch noch in der Freizeit mit der Person treffen. Da ist dann wirklich die Familie, das eigene Kind meistens deutlich wichtiger. Nach der Wahl werden Sie Ihre Partei möglicherweise durch Widersprüche führen müssen. Ja, und nächste Woche dann das vierte Porträt in unserer Serie über den Spitzenkandidaten der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Und jetzt, wie immer am Ende unserer Sendung, der Blick auf die kleinen Dinge, die in dieser Woche am Rande des großen Politikbetriebs passiert sind. Und da gibt's im Wahlkampf bekanntlich reichlich Stoff. Der Kontroversnachschlag. Dieselskandal. Krisengipfel. Selbst für Profis wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kann Politik manchmal richtig anstrengend sein. Keine Politik heute, keine Reden. Wir haben aber Freunde mitgebracht und jetzt Party! Wie schön, wenn man dann einfach mal eine Disco im Bayerischen Wald eröffnen darf. Ist ja gut, Herr Bundesminister, aber nicht so lang. Die Arbeit wartet. Überhaupt. Dieselskandal. Da vergeht vielen die Freude am Auto. Nicht aber der FDP und ihrem Spitzenkandidaten Martin Hagen. Mein Maserati fährt 210. Politik mit Neuwagengeruch plakatiert er. Wo soll da der Neuwagengeruch herkommen? Ich weiß es nicht. Wissen Sie auch nicht, okay. Also Neuwagengeruch ist für mich Leder, BMW, Geschwindigkeit, aber nichts mit Politik zu tun. Neuwagen riechen nicht besonders gut, finde ich. Hoffentlich ist kein Diesel. Naja, so richtig zündet die Kampagne wohl noch nicht. Raumfahrtprogramm Bavaria One. Markus Söder ist stolz darauf, auch wenn andere spotten. Und dann fliegen sie mal los und grüßen uns vom Mond. Nicht auf den Mond, aber zumindest auf dieses Bavaria One-Logo der Jungen Union hat Söder es schon mal geschafft. Doch wieder nichts als Spott. Sogar vom Neuwagenhagen von der FDP, der sich da einfach auf Twitter hineinphotoshoppt. Na also, Herr Hagen, das zündet schon eher. Ja, und das war's von uns für heute. Noch nicht ganz. Gleich nach dem Rundschau-Magazin darf ich Ihnen nämlich die kontroverse Story über Franz Josef Strauß ans Herz legen. Heute, vor 30 Jahren, ist er gestorben, doch sein Mythos lebt. Spannende politische Einblicke und auch private Einblicke um 22 Uhr hier im BR Fernsehen. Also dranbleiben, ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Machen Sie es gut.